Es ist alles angerichtet für ein Spitzenspiel der Extraklasse. Der TuS Bövinghausen ist mit Weltmeister Kevin Großkreuz beim FC Brünninghausen zu Gast und mehr Meisterschaftskampf geht gar nicht, denn beide Teams stehen punktgleich an der Tabellenspitze. Und wir springen auch direkt rein in die Partie. Der FC in Blau mit der ersten Chance. Kapitän Czaferowski wirft sich hier in allerletzter Not in den Querpass. Von Abtasten ist bei beiden Teams nicht viel zu spüren. Der Freistoß landet auf dem Kopf von Witt, wird hier aber noch entscheidend von Tekin gestört. Wieder auf der anderen Seite. Schöner Steckpass auf Hamut. Keeper Seifried hat jedoch aufgepasst und kann rechtzeitig klären. In der 22. Minute darf dann David Odonkor schon das Spielfeld betreten, kam ja meistens bisher nur als Joker in der zweiten Halbzeit zum Zug. Erstmal sind aber die Gastgeber im Fokus. Wieder ein schöner Pass in die Schnittstelle. Diesmal auf Telschow, versucht den Ball an Seifried vorbeizulegen, aber der blockiert ihn gut und dadurch kann H. den kullernden Ball noch vor dem Einschlag retten. Die Brünninghausener erhöhen jetzt den Druck. Diesmal ist es Liskunov mit dem Chip, Seifried jedoch wachsam. Die Situation immer noch heiß, durchgesteckt auf Hamut, doch wieder ist Seifried zur Stelle. Mit reichlich Chancen, aber ohne Tore geht es dann in die Kabine. Trainer Sven Thormann überhaupt nicht zufrieden mit der offensiven Leistung seiner Mannschaft. Und das merkt man den Gästen nach der Pause auch deutlich an. Odonkor mit der Möglichkeit legt den knapp am Tor vorbei. Und die Gäste suchen immer wieder Odonkor. Flanke kommt vom Bingöl, bekommt nochmal eine zweite Chance. Geht ins Dribbling. Der Ball kommt irgendwie zu Rudolf. Abgefälscht und da hinten kommt Witt angerauscht. Was für eine Möglichkeit, das wäre um ein Haar die Führung gewesen. Doch Keeper Broder macht sich da ganz groß und verhindert das 0:1. Was kommt noch von den Hausherren? Vielleicht klappt es mal über einen ruhenden Ball. China kriegt jedoch nicht genug Druck hinter die Kugel. Das ist dann auch die letzte nennenswerte Szene in dieser Partie. Das Spitzenspiel im Stadion am Hombruchfeld endet mit einer Nullnummer. Beide Teams mit guten Möglichkeiten. Die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor hat heute aber so ein bisschen gefehlt. FC-Abwehrchef Florian Gondrum nochmal mit einer Zusammenfassung. Ausgangslage war, glaube ich, völlig klar. Wurde ja ein bisschen hin und her geschoben, die Favoritenrolle. Für mich war klar, geht ganz klar an Bövinghausen. Wir wollten trotzdem mutig sein, wir wollten vorne anlaufen, das haben wir getan. Wir wollten im eigenen Ballbesitz immer wieder Ruhe ins Spiel bringen, immer wieder Überzahlsituationen schaffen, immer wieder den Ball laufen lassen. Ich glaube, wir haben für den Außen auch ins Laufen gekommen, gerade in Halbzeiten, ja, wobei in beiden Halbzeiten, immer wieder deren Pressing überspielt. Ja, und ansonsten, wie Sven Thormann schon gesagt hat, erste Halbzeit können wir einzeln oder müssen sogar einzeln in Führung gehen. Tun wir nicht, Spiel bleibt offen. Am Ende ist es so ein bisschen, man hatte das Gefühl, das erste Tor entscheidet, auf welcher Seite es fällt, schwierig. Trotzdem noch gerade so ein bisschen geknickt in die Kabine gegangen, weil wir schon das Gefühl hatten, dass wir mehr vom Spiel haben. Also sowohl im Ballbesitz als auch zweikampfmäßig und auch Torchancen. Eigentlich stand es, glaube ich, 3:1. Außer die Doppelchance in der zweiten Halbzeit von Bövinghausen habe ich da vor dem Tor jetzt nichts gesehen. Dementsprechend glaube ich, können beide Mannschaften mit dem Unentschieden leben, aber das Tor, was hätte fallen können, hätte eher auf unserer Seite fallen müssen.